crawling and walking and running and sweating, forgetting. Kim, das ist erschrecklich. Das tut mir so leid. Können wir irgendetwas für dich tun? Sollen wir deine Familie benachrichtigen? Soll jemand kommen und dich abholen? Stellst du wirklich fest, dass es Ansgars Leiche ist? Es ist sehr wahrscheinlich. Die Lösegeldübergabe ist dann geplatzt, weil Alexa Berg offenbar gemerkt hat, dass wir die Polizei eingeschaltet hatten. Und daraufhin hat Alexa die Waldhütte angezündet und Ansgar darin verbrennen lassen. Moment, das sind Vermutungen. Fest steht auf jeden Fall, Ansgar hatte Eva Baumann damals eine Kette geschenkt und bei ihrem Tod hat er sie wieder an sich genommen und seitdem immer bei sich getragen. Und genau diese Kette wurde jetzt neben der verbrannten Leiche gefunden. Noch dazu haben sie einen Zahn untersucht und der stammt wohl eindeutig von Ansgar. Weiß Kim schon Bescheid? Sie wusste ja als Einzige von dem Versteck im Wald, hat die Polizei hingeführt und... Aber wir sind zu spät gekommen. Das heißt, sie musste alles mit ansehen? Nein. Als wir da ankamen, da stand die Hütte schon in Flammen. Das Gebiet war weiträumig abgeriegelt. Und dann gab es noch diese Explosion, das war nicht zu überhören. Wo ist Kim jetzt? Kim ist in Ansgars Suite. Das ist unbegreiflich. Die Bergs bringen immer noch Unglück über unsere Familie, obwohl Vincent Peck längst tot ist. Alexa war von Anfang an besessen davon, den Tod ihres Vaters zu rächen. Ich weiß auch nicht, wie ich so bescheuert sein konnte, zu glauben, dass sie irgendwann davon abkommen würde. Wird Zeit, dass das Miststück erfasst wird. Aber ich verstehe das nicht ganz. Wurde dann Ansgar in Kanada von Alexa Berg entführt? Ansgar ist wahrscheinlich nie in Kanada gewesen. Nicht? Was? Aber man hat ihm doch seine Papiere in Kanada gestohlen. Weil wir wahrscheinlich glauben sollten, dass er da war. Also hat Alexa die falsche Spur gelegt. Das heißt, der Ansgar war die ganze Zeit in unserer Nähe. Hier. Es tut mir leid für ihn. Vor allem für seine Kinder. Ja. Auf einmal war da diese Explosion. Die ganze Hütte ist in die Luft geflogen. Und dann haben sie Evas Kette gefunden und ich wusste sofort, dass Ansgar tot ist. Es tut mir so leid, Kim. Nee. Erst Mama und jetzt Ansgar, ich schaff das nicht. Am besten kommst du erstmal mit nach Hause, ja? Kim war völlig außer Sicht, hätte sie sehen sollen. Ich meine, da wussten wir endlich, wo Ansgar festgehalten wird. Sie führt uns hin und kommt zu spät. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das Hannes beibringen soll. Er hat seinen Vater abgöttisch geliebt. Wir haben die ganze Zeit vermutet, dass Ansgar tot ist, aber hat er noch gelebt. Wir hätten ihn retten können. Nein, wenn er Hilfe gewollt hätte, dann hätte er es Kim gesagt. Sie wusste die ganze Zeit, wo er ist.
Deshalb ist sie wahrscheinlich auch in seine Suite gezogen. Ja, wahrscheinlich wollte sie so an seine Sachen kommen und ihn damit versorgen. Die Krücken, die sie letztens dabei hatte, die waren bestimmt auch für Ansgar jetzt mal sehen sollen, wie sie sich rausgeredet hat, als ich sie erwischt habe. Natürlich waren die für ihn. Er muss ja verletzt gewesen sein nach dem Absturz. Warum habe ich ihn im Stich gelassen? Ich hätte ihn retten müssen. Fakt ist, nicht du hast ihn umgebracht, sondern Alexa Berg. Dazu wäre es aber nie gekommen, wenn ich mich in diesem Moment richtig entschieden hätte. Hast du ja. Du bist zur Klippe zurückgekommen und er war nicht mehr da. Du hast nach ihm gesucht, er war nicht drin. Da war es aber eben schon zu spät. Sowas nennt man unterlassene Hilfeleistung. Ich bin mir sicher, Ansgar hat Kim davon erzählt. Na und selbst wenn, sie hat überhaupt keine Beweise dafür. Weißt du, was mich viel mehr interessiert? Was die beiden vorgehabt haben. Wie meinst du das? Wieso hat Ansgar sich so lange versteckt gehalten? Erst recht, wenn er verletzt war. Er wurde polizeilich gesucht. Und was ist, wenn er einen Plan hatte? Zusammen mit Kim? Wir sollten mit den Planungen der Trauerfeier beginnen. Eine im engen Familienkreis, eine für die Öffentlichkeit, Geschäftspartner. Ja, ich denke, damit werden wir Ansgar am besten gerecht. Es wollen sicher einige seiner Geschäftsfreunde an einer offiziellen Feier teilnehmen. Also mich interessiert vor allem der private Rahmen. Allein schon wegen Ansgars Kindern. Wir bringen Kim jetzt nach Hause. Ja, das ist sicher das Beste. Oder wollt ihr euch noch kurz zu uns setzen? Wir reden gerade über die Trauerfeier. Ach so, du, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Ich meine nur, falls Kim ihre Wünsche mit einbringt. Ansgar ist gerade mal ein paar Stunden tot. Und ihr wollt ihn so schnell wie möglich unter die Erde bringen. Nein, Kim, ich dachte nur, dass... Schlechtes Timing. Ansgar wollte keine Hilfe. Er wollte keinen Arzt und auch sonst niemand. Er wollte nicht mal, dass Emilio davon weiß. Da war es schon zu spät. Dann habt ihr gar nicht nach der Sumpfeule gesucht. Ihr wart auf dem Weg zu Ansgars Versteck. Als ich das letzte Mal mit Ansgar telefoniert habe, als er mir gesagt hat, dass er in der Schweiz ist, das kam mir schon so komisch vor. Ich stand direkt vor der Hütte. Ich hätte einfach reingehen sollen. Woher solltest du das wissen? Er hat dir deshalb nichts gesagt, weil er dich beschützen wollte. Ich habe sie direkt zu ihm geführt. Wie meinst du das? Kannst du dich noch erinnern, als ich dieses Gefühl hatte, ich werde verfolgt? Ja. Du hast gedacht, das wäre Tanja. Nein, es war nicht Tanja. Es war Alexa Berg. Ich habe sie direkt zu ihm geführt. Du hattest keine Ahnung, dass sie dich verfolgt. Kim, mach dir bitte keine Vorwürfe. Alexa Berg hätte Ansgar so oder so gefunden. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte der Polizei viel früher sagen sollen, wo diese verdammte Hütte ist. Wenn wir nur eine Stunde eher da gewesen wären. Ja, vielleicht wäre es trotzdem nicht gut gegangen. Kim, du hättest nichts tun können. Ich hätte alles verhindern können. Kim, du hast recht. Dich trifft keine Schuld. Jetzt red dir das bitte nicht ein. Das sagst du doch nur, damit ich mich beruhige. Kim. Lasst mich. Ich will jetzt alleine sein. Eigentlich ein bisschen früh für einen Drink, oder? In diesem Fall halte ich es für angemessen. Ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben. Ich denke die ganze Zeit, Ansgar kommt gleich rein, lacht sich kaputt und sagt, hey, reingelegt. Verbrannt. Beschissener Tod. Hey, wer weiß. Vielleicht sitzt er gerade da oben, guckt auf uns runter und freut sich ein bisschen, dass wir an ihn denken. Mir tut Hannes leid. Ich weiß nicht, wie sagt man seinem eigenen Kind, dass der Vater nicht mehr lebt. Ich weiß es nicht.
Aber ich bin mir sicher, du wirst irgendwann die richtigen Worte finden. Er hat seinen Vater verloren, ja. Aber er hat immer noch die tollste Mutter der Welt. Das hat der Ansgar übrigens genauso gesehen. Also. Auf dich, Alter. Wir waren nie die besten Freunde, aber niemand hat diese Familie so geprägt wie du, oder? Meinst du, die Richtung da oben stimmt? Wo auch immer du jetzt bist, wir halten den Laden am Laufen. Nicht. Sie dreht vollkommen durch. Sie dreht durch. Kim ist stärker, als du denkst. Ich weiß nicht mal, was ich ihr sagen soll, weil sie mit ihren Gedanken irgendwo anders ist. Sie hat den Boden unter den Füßen verloren. Und das Vertrauen in sich und die Welt und dass alles wieder gut werden kann. Alles kann jederzeit zu Ende sein. So ist das eben. Und dann kommt doch alles wieder ganz anders. Erst stirbt ihre Mutter. Dann ist Ansgar weg, dann taucht er wieder auf, jetzt ist er tot. Das ist zu viel für einen Menschen. Ich sehe immer nach ihr. Sie wird das schaffen. Sie ist nicht alleine, wir sind alle da. Und sie hat dich. Ich wünschte, Mama wäre jetzt hier. Ich vermisse sie so sehr. Ich auch. Aber Kim, ich bin immer für dich da. Und deine Schwestern sind auch für dich da. Und Emilio, wir alle lieben dich. Das tut so weh, Mama. Ansgar hat dir vertraut. Er hat sein Leben in deine Hände gelegt. Und ich hab's versaut. Nein. Du hast ihm das Leben gerettet. Er war am Ende seiner Kräfte, als du ihn gefunden hast. Und du hast euch beiden noch etwas Zeit geschenkt. Ja, wenigstens das. Jetzt besinn dich mal, was Ansgar in dir gesehen hat. Er hat dich zu seiner Stellvertreterin ernannt. Du weißt, dass ich meine Zweifel hatte, ob du diesem Job gewachsen bist. Er aber nicht. Er hat immer Potenzial in dir gesehen und er hatte recht. Das, was Ansgar in dir gesehen hat, das wirst du auch aus eigener Kraft schaffen. Er hat dich einfach abrutschen lassen, oder? Ich wusste es. Er wollte dich töten. Besonders netter Zug von meinem Cousin. Und was hast du jetzt vor? Ich werde es ihm heimzahlen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ja, er hatte Pläne. Ich werde sie für ihn verwirklichen. Er wäre sicher sehr stolz auf dich. Und ich bin es auch. Ruh dich aus. Mir wäre es lieber gewesen, Kim wäre noch ein bisschen auf Königsbrunn geblieben. Um rauszufinden, was sie vorhat. Tanja, wie oft denn noch das Mädchen trauert um ihren verstorbenen Vater? Ja, zugegeben. Auf eine etwas nervige Art. Sie hat Ansgar tagelang in dieser Hütte versorgt. Sie muss doch wissen, was er vorgehabt hat. Ja, wenn schon. Ansgar ist tot. Ich meine, es ist tragisch, aber uns hat das einen großen Schritt weitergebracht. Wie kannst du sicher sein, dass mit seinem Tod alles vorbei ist? Was ist, wenn Kim in seinem Namen seine Pläne weiterführt? Und wie soll das aussehen?
Die Kleine ist fast noch ein Kind. Meinst du, sie stellt sich jetzt an die Spitze der Landstadt? Komm schon, Sebastian, sie hat's faustdick hinter den Ohren. Sie hat uns die trauernde Tochter sehr überzeugend vorgespielt. Ja, aber jetzt trauert sie wirklich, weil Ansgar wirklich tot ist. Und damit auch seine Pläne. Hallo? Hilfe!